Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Spartanern. Und wir müssen noch ein bisschen aufräumen. Aber an sich, ist nicht mehr viel zu tun, würde ich jetzt behaupten. Also klar, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir dann komplett fertig sind. Aber also vor allen Dingen, bis wir dann unsere Armeen hier rüber geschickt haben. Wobei, also wir müssen ja eigentlich nur noch hier aufräumen und hier haben wir eine Armee, zwei Armeen. Das da müssen wir noch holen. Da warten wir, bis wir diese Armee haben, weil die haben mehr Fernkämpfer und hier die drei Fullstack-Armeen hier von den Budini sind sehr Kavallerie-Plänkler-lastig. Deswegen werden wir mit einer Armee da nicht vor, also die werden uns vernichten. Genau, warte mal. Ich werde mal kurz Lucky Lucky machen, was eigentlich. Warte, wo steht denn das hier? Ultimative Ziele. Genau. Das, ups. Das haben wir noch nicht ganz wegen Pontos und Syria. Ja, das brauchen wir noch. Aber sonst. Unterhaltet mindestens 240 Einheiten. Das ist so immer, ja, am Schluss pumpt man halt einfach Einheiten, damit man die 240 erreicht. Mehr ist es auch nicht. Also, ihr seht schon, wir haben 128 Einheiten und das reicht völlig. Vor allen Dingen, wenn man in, also, nach einem gewissen Teil. Oder nach einer gewissen Länge des Spiels braucht man nicht mehr. Also, ja, selbst mit der mit dem Bürgerkrieg jetzt, hier hat eine Armee ausgereicht. Klar, wir haben hier dann alle, haben wir das hier gemacht? Ich glaube schon, also beim Bürgerkrieg ist es halt immer wichtig, dass die Militärgebäude hier dann aus den Provinzen entfernt werden, weil je bessere Militärgebäude die Provinz dann hat, desto besser ist dann die gegnerische Armee. Genau, deswegen immer schön aufpassen. Und genau hier Knossos und Rhodos sind nicht mehr unsere Verbündeten. Die mögen uns gar nicht. Ja, okay, dann gehen wir da mal kurz vorbei und vernichten die. Auch wenn die Griechen sind, aber mei. Die mögen uns auch nicht. Expansionspolitik, minus 100. Okay. Aber abgesehen davon mögen die uns. Ja, naja, so groß sind wir ja dann doch nicht, ne? Vor allem, woher wissen die, dass wir so groß sind? Haben die etwa auch einen Satellit? Naja. Gut, ich glaube, wir waren schon überall, die da bauen. Die da sind gemarscht. An sich, warte mal, der da kann eigentlich. So. Der da ist eigentlich so egal. Ich pumpe jetzt einfach mal, weil, naja, der da könnte auch noch ein paar Sachen bekommen. So, der da ist da gerade angekommen, wenn ich, ja, genau. Galatien ist noch ein Problem. Die bleiben noch da eine Runde. Oder drei Runden. Also Zypern und. Ja, oder?
Ja, hier, die können halt relativ schnell in Antiochia rein. Deswegen, oder wir holen uns noch mal eine Flotte. Einfach zur Sicherheit. Und dann können wir hier schon nach. Nee, noch nicht. Dann können wir hier schon raus. Ja, ist egal. Oh, schön. Schick, schick. Adler des Zeus. Dann schauen wir mal, was die zu sagen haben. Sehr viele Pikiniere. 2700 gegen 2900. Also, 2700. 4700. Der hat extrem, extrem viele Pikiniere. Aber nur die Heerbannen Pikiniere, das sind nicht die besten. Das meinte ich auch, weil wenn man, also klar, die spanischen, Spanisch, also die spartanischen Pikiniere sind jetzt, hatten wir schon sehr früh. Königliche Spartaner sind schon die Elite, sag ich mal. Und die kretischen Bogenschützen sind krass. Aber ja, dass der immer noch die Heerbannen Pikiniere haben, das sind halt die Stufe 1 Pikiniere. Ja. Das ist ein bisschen schade. Also es gibt kaum KI-Spieler, die dann richtig krasse Einheiten bekommen. Also, das ist ein bisschen schade. Ah, der kommt raus. Nice. Okay. Ich bin der Aggressor, das heißt, ich muss eigentlich angreifen. Aber ich würde den gerne ein bisschen zappeln lassen. Das Ding ist halt mit der Verstärkung. Mit seinen ganzen Pikinieren. Die Pikiniere müssen halt so schnell wie möglich dann von meinen Bogenschützen angegriffen werden. Sonst werden die ein bisschen ekelhaft. Ich will mal schauen, wo die Verstärkung herkommt. Wahrscheinlich von hier. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay. Das ist die erste Verstärkung. Weite müsste eigentlich von hier kommen. Deswegen will ich jetzt noch nicht so weit nach vorne gehen. Der kommt auch ein bisschen vor, oder? Nee. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ich weiß tatsächlich nicht, ob meine Pikiniere, also wahrscheinlich sind meine Pikiniere besser als seine. Heerbannen und Pikiniere sind halt, ja, nicht die besten. Und ich habe schon Stufe 3 bei Panzerung und bei Waffen. Aber trotzdem würde mich echt interessieren, ob wir da gewinnen. Also, ich denke schon. Also, ich denke auf jeden Fall, dass wir da gewinnen. Aber mit Silberschild-Pikinieren. Oder heißen die? Ich glaube, Silberschild. Pikinierer. Oder Silber-Pikinierer. Irgendwie so. Nee, aber. Ja, Spartanische gegen Silber-Pikinierer. Das wäre wirklich interessant. Okay, ich glaube, der, ah, okay, cool. Ich glaube, dass er nur eine Verstärkungseinheit bekommen hat und zwei Armeen waren schon da. Oder beziehungsweise eine war schon hier und zwei sind
aus der gleichen Richtung gekommen. Dann bitte mal ein bisschen drehen. So, okay. Sind auch nochmal Pikiniere. Mob. Hier, Hügelmänner. Hügelmänner kann man vergessen. Östliche Spre. Das sind halt. Ja, okay, das ist die Garnison hier wahrscheinlich. Also mit Mob auch. Hier auch. Hier auch. Wahrscheinlich die zwei Pikiniere sind auch noch. Von der Garnison. Er hat auf jeden Fall ein paar Kavallerieeinheiten. Das könnte schwierig werden. Meine Sorge, also die Gefahr gerade ist, dass er mich umrundet. Also warte mal. Warte, wie mache ich? Hier. Die Gefahr gerade. Ist, dass wenn ich angreife. Also wenn ich gerade angreife, habe ich dann eine Linie von so und so und so. Also wenn ich die dann auch noch reinziehe. Das Problem ist, wenn er dann, er hat viel mehr Einheiten, wenn der es schafft, mich zu umringen, sieht es dann so aus. So und so. Ihr wisst schon. Und dadurch habe ich halt eine relativ kleinere Chance zu gewinnen. Genau, wie tief stehen die gerade? 5, 6 sogar. Okay, die kann ich ein bisschen breiter aufstellen. 4 ist das Minimum. Ach, das haben die geändert. Okay. Dann stelle ich die mal 4 auf. Die stelle ich dann so hin. Die da halte ich in Reserve. So, vielleicht wirklich wirklich so verteilt, dass die dann sehr gut reingehen können. Okay, er hat den Köder geschluckt. Okay, warte. Bogenschützen! Befehle! Gerne auf die Pikiniere. Genau, das habe ich mir gedacht. Dann greift ihr hier an, ihr greift hier an. Okay, hier geht's. Hier ist es easy, das heißt, die können nach hier kommen. Unser General wird angegriffen. Okay, bitte mal ein bisschen motivieren. So. Ihr kommt nach hier. So, die haben es ziemlich schwer gerade. Der macht, also, ja. Der macht's richtig, richtig gut. Der macht's super. Der macht's super. Königlicher Schwarz.
Okay, so. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Königliche Spartaner! Spartanische Piken! Ja, Kommandant! Schnelles Marschieren! Okay. Sparta! Befehle verstanden! Ja, was macht ihr denn da? Bogenschützen! Da jetzt mal. Wieder zurück. Und jetzt mal Feuer frei. Okay, so. Perfekt. Jetzt können wir hier ein bisschen Dampf machen. Sehr gut. Tja, die kommen halt alle jetzt weg, ne? Ein bisschen schade. Den General holen wir nicht mehr ein. Ja, okay. Ja, aber der hat sich überraschend gut geschlagen. Also das mit der Kavallerie in den Rücken rein, sehr gut. Hier 600 und 500. Ja, also die Pikiniere sind auf jeden Fall sehr viel besser. Merkt man auch, dass sie kaum gestorben sind. Also der hat am meisten gelitten. War wahrscheinlich der, der von hinten auch angegriffen wurde. Ja. Mei. Genau, sehr schön. Dann. Machen wir mal hier. Du kommst mal hier hin. Dich, ja, die anderen habe ich alle gerade erst gebaut. Okay. Ja, ja. Jetzt kommen die wieder. Nee, war eine gute Schlacht. War halt, ja. Also, wenn der die Silberschild die Silberschild Pikiniere gehabt hätte, dann wäre es noch was anderes geworden. Also der, dann also hätte er dann gewonnen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil meine sind schon erst, also wahrscheinlich wären die dann gleich gut gewesen. In der Mitte hätte er dann wahrscheinlich durchbrechen können durch seine durch die Kavallerie von hinten und dann die Silber Pikiniere von vorne. Das hätte noch mal knapp werden können. Das nervt so hart. Wie kann ich euch dienlich sein? Die Worte eines. Ich bin verwundet. Die Worte eines.
dann jemals die Götter haben mich zu euch geführt. Ich werde ihren Schwachsinn. Das nervt zu krass hart. So. Okay. Springbrunnen. Der ist schon wieder relativ weit. Das ist ein bisschen nervig. Dann gehe ich mal mit denen hier hin und mit denen gehe ich hier hin. Und hol mir mal den, der jetzt gegangen ist. 1, 2, 3, 4, 5. Also eine Pekinier-Einheit. Ist gegangen worden sein. So. Die haben schon eine sehr gute Garnison. Deswegen hat er wahrscheinlich noch nicht angegriffen. So, dann werde ich mal hierhin schnabulieren. So. Der ist befördert worden. Dann, das habe ich gemacht. Dann hier. Ja, gehe ich mal weiter, ne? Warte mal. Ja, die beiden sind Flotten. Das sind Flotten. Admiral und Admiral. Was machen die hier? Was? Was machen die hier? Die können gar nicht angreifen. Hä? Okay. Hä? Was machen die? Okay, naja, okay. Warum auch nicht? So. Fahren Sie einfach den Nil hoch. Also normalerweise können die auch landen, also. Okay. Aber naja. Ah, stimmt, die eine Spionin ist ja Level up geworden. Das ist halt auch bei den Spionen oder allgemein die Agenten. Es ist halt so krass, wenn eine zwischen Freunden gilt, wenn eine Fraktion genug Geld hat, dann können die Agenten ja extrem ja hochleveln, also die ganze Zeit irgendwelche Aktionen machen, die eigentlich vollkommen egal sind. Hauptsache die bekommen Erfahrung. Ja, cool. Die bekommen Erfahrung und genau, und kommen halt sehr schnell zu Level 6. Und ich glaube, 6 ist es, wo man mit Agenten töten kann. Und das ist halt dann auch ziemlich krass. Also, das erzähle ich sehr gerne, dass ich einmal bei einer Römer-Kampagne hat mich Epirus mit 3 Agenten eigentlich getötet, weil ich ja mit 3 Armeen drüben war. Und oder war das Rom? Ich glaube ja, genau. Die haben mir dann quasi die komplette Familie getötet. Das war so krass. Also ich hatte noch 3 in der Familie, die haben meinen Diktator getötet, sie haben den Nachfolger und also ja, die beiden Söhne dann auch getötet. Also die komplette Dynastie von mir oder halt die ganze
Familie von mir war dann tot. Und ja, das ist halt dann ein bisschen witzlos, sag ich mal. Und das ist jetzt auch nicht so ein Einzelfall, weil wenn man die Agenten gut levelt und gut gut skillt, dann ja, töten die eigentlich zu 100%. Und das ist halt dann richtig heftig. Also hier zum Beispiel Attentat ausführen, feindlicher Agent oder General töten. Und ja, das ist halt. Also ich freue mich gerade, dass ich jetzt Attentate machen kann. Aber der Skill ist einfach viel zu heftig. Also kann man nichts anderes sagen. Also klar, es sei denn, man will OP sein und solche Sachen machen. Aber ich find's zu krass. Also, ja. Also gegen die KI ist es eigentlich egal, glaube ich, weil die kommt immer damit zurecht. Die hat, glaube ich, auch kein Problem mit Bürgerkrieg oder so. Das ist wahrscheinlich wirklich für die Spieler gemacht worden. Aber ja, ist einfach. Ja. Ich mag das nicht. Aber okay. Gut, dann diese Schlacht werden wir dann das nächste Mal aushechten. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt einen tollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye.